So, die giftigen Absichten, eins von zwei. Pamela Isley war bereits für einen Neuanfang. Sie ließ ihr alter Ego Poison Ivy hinter sich und eröffnete in der Seitenstraße von Gotham einen kleinen Blumenladen. Umgeben von Pflanzen fand sie eine Zeit lang zur Ruhe. Doch die Gesellschaft behandelte ihre Babys schlecht und irgendwann drehte sie durch. Ein Mann kam in ihr Geschäft, um Blumen für seine Frau zu kaufen. Ganz offensichtlich plagten ihn Schuldgefühle, weil er untreu gewesen war. Pamela lächelte und gab ihm ein kunstvoll arrangiertes Bukett. Die Pflanzen erwachten zum Leben. Während er schrie, wucherten sie in sein Gesicht und durchstachen seine Haut mit ihren giftigen Dornen. Pamela lachte und Poison Ivy war zurückgekehrt. Nachdem der Joker ihr eine Überdosis Titan verabreicht hatte, ließ Anstaltsleiter Sharp Poison Ivy in eine luftdichte Zelle zum Sterben zurück. Er gab ihr die Schuld für die massiven Zerstörungen auf Arkham Island. Als sich ihr Gesundheitszustand immer weiter verschlechterte, betete sie um Erlösung. Und Erlösung kam. Der Priester, der ihr die letzte Ölung gab, trug Pollen von den Bäumen bei seiner Kirche an seiner Kleidung. Diese Pollen verwandelte Ivy zu einem Gegengift, das mit den einzigartig natürlichen Toxinen in ihrem Körper zusammenwirkte. Zur Verblüffung des Priesters wurde sie gesund. Außer sich vor Wut, veranlasste Anstaltsleiter Sharp ihre Verlegung nach Arkham City. So, damit haben wir wieder ein Rätsel gelöst. Ist ja schön, 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 schön. Ah, da ist auch noch was. Ach komm. Jawohl, da haben wir noch eine Trophäe. Und bumm. Zack. Oh, Stufenanstieg, sehr schön. Da haben wir nichts. Spezial-Kombo-Schuh, was kann der? Ach so. Ach so, da fängt das früher an. Okay, da kann ich früher jemanden den Arm brechen. Okay, finde ich gut. Hopp. So. Gucken wir mal, wo haben wir denn die Umspannwerke? Wo haben wir die Umspannwerke? Da nicht. Ach so, ich bin ja kurz davor erst. Wir konnten Batman eindeutig identifizieren. Ach, weißt du was? Ihr seht mich gleich nicht mehr. Du siehst mich nicht mehr. Ach, dann nicht mehr. Dann halt nicht. Siehst mich doch. Kannst dich ein Schnitzel freuen. In der Nähe befindet sich ein Umspannwerk. Ich sollte es suchen und nachsehen, ob Deadshot es benutzt hat. Ja, komm, komm. Deadshot Wunderbar, direkt dieses richtig. Umspannwerk genutzt, um seine Ausrüstung und ein PDA zu lagern. Er ist stark verschlüsselt. Ich muss die Sicherheitsvorkehrungen überwinden, wenn ich mehr über Deadshot und das, was er vorhat, rausfinden will. So, dann lösen wir das mal. Na, so, Abschuss. Diesen PDA hat Deadshot definitiv von Hugo Strange bekommen. Anscheinend wurde er nach Arkham eingeschleust, um eine Liste von Leuten abzuarbeiten, die Strange gefährlich werden könnten. Mal sehen. Deadshot bleiben nur noch drei Ziele: Jack Ryder, Bruce Wayne und Batman. Verdammt, er geht nach Plan vor. Ryder ist sein nächstes Ziel. Er hat seinen aktuellen Aufenthaltsort markiert. Wenn ich nicht rechtzeitig bei ihm bin, wird er ihn in 3 Minuten töten. Also. Ja, klar, komm. Warum nicht direkt? Gleiten! Oh Gott. Also ich glaube, die Gleitfunktion ist hier ziemlich gut. Weil das wäre sonst ein bisschen heftig. Oh Gott, ich habe keine Lust auf diese Realitätstrainingseinheiten. Aber was soll's. Vielleicht mache ich das auch offscreen oder ich weiß es nicht. Ich muss auch gucken, wie ich das mache. Oder ich nehme, versuche es einfach irgendwann und nehme immer zwischendurch mal auf, wenn es klappen sollte. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Nein, das war falsch. Oh. Wo sind wir denn inzwischen? Oh ja, wir haben aber schon eine gute Strecke zurückgelegt. Von da oben bis hier.
Ah, komm. Wenn ich Jack Ryder nicht in 2 Minuten finde, tötet Deadshot ihn. Er macht doch nichts, ist nur ein Reporter. Wo ist er denn? Ah. Deinetwegen habe ich vorbeigeschossen, Batman. Er schießt sonst nie. Ich schieß nie vorbei. So, wir müssen jetzt ungesehen bleiben. Wir können nicht einfach auf ihn zurennen. Willst du dein Glück versuchen? Na dann los! Hör auf, dich wie ein Baby zu verstecken und kämpf! Ihr seht schon... Upp. Komm raus, Fledermaus! Ihr seht schon die Platten da im Boden. Wenn er uns sofort sieht, ist sowieso vorbei. Hast du Angst, gegen mich zu kämpfen? DDT! Pumps! So, er ist in Haft. Irgendwie so ein bisschen. Schuss im Dunkeln, besiege Deadshot. Wir sehen uns wieder, Batman. Ich schwör's dir. Hast du Deadshot gefunden? Er stellt nicht länger eine Gefahr dar. Ich sage Gordon Bescheid, wo er ist und komm ihn später holen. So, aber jetzt wollte ich noch was anderes nachschauen. Wo war das denn jetzt? Boah, Entschuldigung. Ah, hier. Hier war irgendwas, glaube ich, noch. Und wie viel kann mein kleines Mädchen denn noch einstecken? Ach, guck mal. Bitte! Helft mir! Es kommt keiner, kleines Mädchen. Entweder machst du, was ich will, oder ich lege dich sofort um. Passiert nicht. Pams. So, da haben wir den. Entdeckung, es ist Batman! Okay, da oben drüber. Was bringt mir das denn, wenn ich das jetzt aufmache? Nichts, hier war ich nämlich schon drin. Einmal ums Eck rum. Es ist die blöde Fledermaus! Da oben. So, zack, 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 zack. Sagt gute Nacht. Pams. Es ist natürlich auch so, dass die Riddler-Herausforderungen mit den Freischaltungen, die ich hier mache, auch besser werden. Das heißt, jetzt kommt dieses rote, dieses goldene da oben schon mit 5 und nicht erst bei 8. So, zack. Pams. Ach. So, jetzt wollte ich was schauen, ob ich das schon hab. Einmal hier rauf. Nein, das hatte ich noch nicht. Clayface. Basil Carlo, auch genannt Clayface, setzte seine Fähigkeiten des Aussehens jeder Person anzunehmen ein, um Quincy Sharps Gestalt zu imitieren und so aus der Anstalt von Arkham zu fliehen. Während seiner Flucht durch Gotham sah Clayface sich gezwungen, ständig seine Gestalt zu wechseln, um sich Hugo Strange und seine Wachen so vom Leib zu halten. Sein augenblicklicher Aufenthaltsort ist unbekannt. Das ist ein Bösewicht. Wo wollte ich denn jetzt hin eigentlich? Ach, verdammt. Ich glaube, hier irgendwo war noch was. Nein, hier war ich ja schon, stimmt. Da war ja Deadshot. Hier kam ich jetzt her, glaube ich. Hatte ich dich schon untersucht? Noch ein Opfer. Nein. Irgendwann begeht der Mörder einen Fehler. Vielleicht war es diesmal schon soweit. Finde ich cool, wie einfach er das sieht.
abgebrochen. Auch diesem Opfer wurde mit chirurgischer Präzision die Gesichtshaut entfernt. Diese Sorgfalt lässt darauf schließen, dass der Mörder sich mehr um das sorgt, was er mitnimmt, als um das, was er zurücklässt. Das scheint Blut zu sein. Es hat sich jemand viel Mühe gegeben, um seine Spuren zu verwischen. Man hat Bleiche eingesetzt, um sämtliche forensischen Spuren am Tatort zu vernichten. Manchmal ist es gar nicht nötig, Beweise zu finden. Ich filtere nach Partikeln von Bleiche und versuche herauszufinden, wer da so dringend seine Spuren verwischen wollte. So, dann wollen wir mal gucken gehen, ne? Vielleicht finden wir hier, kommen wir jetzt schon zum Mörder. Wäre natürlich Knorke, wenn. Hand. Und du, lauf, versteck dich. Komm, hast noch einen Schlag frei. Er ist es. Tötet ihn. Okay, das ist einfach nur rechte Maustaste offenbar gedrückt halten. So, gute Nacht. Bums.